Januar, wenn Montag ein ganzer Monat war, frissest du durch die Weihnachtszeit zu aufstehen ins neue Jahr, nutzen dann am 2. Januar aufstehen und sagen, ab heute ist alles anders. Ich gehe früher ins Bett, weniger Handy, ich mache mehr Sport, ich esse gesünder. Das Ganze hält dann etwa 5 Tage, dann liegst du wieder am 2. Morgen im Nest mit einem Pack Gummibärli und swipest du durch die gottlosen Algorithmus. Dann kommen die ganzen Pfeifer und sagen, musst du Weihnachtsgeschenke im Januar kaufen, weißt du? Dann ist alles abgeschrieben, musst du ein Fuchs sein. Halt Fresse, Sven! Die ganzen Health-Trends wie January, Dry January, einfach irgendetwas Pseudo-Gesundes, uns, wo du einen Monat lang durchziehst, dass du den Rest des Jahres Junkfood und Alkoholismus rechtfertigen kannst. Das Fitnessstudio ist voll mit diesen ganzen Neujahrsvorsatz-Andys. Es ist bis um 2 am Nachmittag fucking hell. Es ist nass, es ist kalt, es ist nochmal nass, es ist nochmal kalt. Der Weihnachtsbaum steht noch dort, denkst du, lass ihn jetzt hier bis nächstes Jahr, mach eine Decke drüber oder wirf ihn zum Fenster raus und wird Teil von dieser dummen Mobiliar-Werbung.